Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Oh Gott, Baumann über Vertragsgespräche, wir sind mittendrin. Oh Gott. Klammert sich aber echt wie so ein Äffchen, ne? Was denn? Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt haben wir ein bisschen Dramatik aus der Türkei. 95, glaube ich. Putsch. Ja, 95 ist richtig. Man merkt in der Türkei ist da schon wieder so viel in den ersten Minuten, in der ersten Minute so viel Ü. Da kommst du da mal nach vorne jetzt? Oh, naja, ist jetzt nicht die beste Wall, ne? Da passt nichts durch, aber gut. Naja, doch, sollte. Nee, also es ist keine gute Wall. Also ein Arken kannst du auf gar keinen Fall durch. Arken! Ja, wenn du richtig wallst, kriegst du auch einen Arken durch. Da kommt aber auch alles andere durch. Nee, dann kannst du mit dem Paladin halt zumachen. So wollt man ja eigentlich. Und so hast du halt deinen Pylon da entblößt. Aber gut, der ist sowieso ein bisschen entblößt, ne? Ja, reicht! Ich finde das ein gutes Lied. Gefällt mir. Du bist leicht zu begeistern. Nee, das stimmt nicht. Da war keine Keychange drin, ja? Also musst du schon ein bisschen Erzeugungsarbeit leisten. Emidon Rendezvous kommt jetzt von Frankreich. Wer hätte es gedacht? 95. Party heute nach. Oh. Oh Gott, der Holländer ist im Schimmel. Nein. Ossidun, das ist nur der Kommentator, der holländisch ist. Wie immer irgendwie. Ich weiß nicht, warum alle Videos auf YouTube immer mit holländischen Kommentator sind. Was soll das? Ah, du gehst schon. Ja, ich geh mit. Ja, es sind zwei Reaper. Nein, wo hab ich denn jetzt drauf geklickt? Warum laufst du jetzt nach unten? Was soll das, du Lump, du? Der kommt da durch? Das ist ja lächerlich. Ja, kann ich nichts machen, das ist ein Arschloch-Cliff. Ja, du hast aber einen Adept, der kann shaden. Jetzt hat er verkackt. Die Schlacht wartet. Ehre den Dalai Lama. Alter. Ja. Lass mich da mal raus. Du kannst da raus. Ist das Sir? So, Sir heißt ihre Schwester, glaube ich. Oder seine. Das ist so französisch für Sociere oder so. Ich habe dich nicht verstanden, das war zu leise. Da sind schon, das ist ein Drop. Tropicus. Ich habe hier überhaupt keinen Pylon.
ist auch ein Tank hinter. Geh du mal bitte hinterher, dem bin ich weg, Zerg. Ich geh doch schon auf den Tank. Ohne Banshee! Oder ist schlecht. Fuki! Timo Fuki! Mein Gott, wo fahrt ihr denn hin? Jetzt hat er Cloak. Aber du hast Observer! Ja, ich hab vorgeplant, logischerweise. Das ist ja feierlich. Was ist das? Töte das jetzt nochmal, da ist die Cloak Banshee. Ja, hab ich nicht. Geht nicht. Oh, du hast echt noch keinen Observer gebaut? Warum nicht? Du hast doch schon die Banshee gecallt. Ja, aber das möchte ich nicht. Ja, was soll er denn sonst machen? Ja, aber so, ich unterstütze diesen Spielstil nicht mehr. Ja, dann geh doch jetzt da wenigstens mal mit deinen Stalkern hin. Ich bin Freund des guten Spiels bin und nicht der so war da. Ich bin da. Ja, ich meine, die werden ja vermutlich zugucken, aber hier Microsoft, ne, solche Spiele ausschließen. Ist eine gute Idee, danke. Ja, einfach irgendwas auch selber machen. Hilft schon. Ja, sag ich doch, die Spiele ausschließen, Microsoft. Was machen die hier? In der Hand nehmen auf damit. Und aufräumen. Nein. Doch. Ach, halt deine Fresse. Da muss jetzt mal ausgemistet werden. Battlecruiser. Natürlich. Warum auch nicht? Aber Battlecruiser finde ich ja fast schon okay. Ist in Ordnung. Ja, er hat aber auch ganz viel schon verloren übrigens. Jo. Wenn. Das ist ein sehr gutes Lied übrigens. Das ist ja gar nichts, wo ich bin. Was ist das? Ja! Das ist ja eine neue Überraschung. Das ist ja nicht schon ständig so gewesen, ne? Oh oh! Main! Ja, ich bin doch schon da. Rascher. Main. Mein Gott, diese Base ist aber auch zugebaut von dir. Wie komme ich denn hier rum? Jetzt hat sich ausgekruzert. Nur so für die Info, er hat sich ausgekruzert, ne, Gurix? Ja, hier sind aber noch Cruiser. Du stehst direkt daneben, töte sie. Ich stehe daneben? Ja. Ich stehe daneben! Ja, ich habe vorne halt fertig gemacht. Ja, ist gut. Ich habe hinten geklärt. Warum sind meine Nexus nicht mehr auf dem Hotkey, sondern 7 Gateways? Das heißt Nexen! Nein, Nexus. Nexus ist U-Deklination. Ich hab großes Latinum, ja? Kann gar nichts, aber Nexus kann ich deklinieren. Kann gar Nexus. Wahr ist der Sohn, die Meiser verdwarmen. Otto Walkes. Mike Dixon. Love City Grove, UK, 1995.
That are the same Pomans again, these assholes. Die haben ihren Song danach genannt, wie sie heißen. LOL! Da von dem Stoff von der Jacke von dem linken war noch was übrig. Da haben sie eine Hose draus gemacht. Hua! Oh nee! Das hat mit Musik nichts zu tun. Doch, ist geil. Nein! Was ist das? Geiles Lied. Nicht so geil wie der erste Rap der ESC-Geschichte, aber so dahinter so. Rap ist generell Abschau. Rap ist geil. Nein! Vor allen Dingen, wenn es so ein cheesy Rap ist wie wir es sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Stefan Raabs, es war Sommer. Und bei uns war Winter. Wie stabil dieses Keyboard aus. Yeah. Okay, das Mikrofon in den Arsch rammen. Ich hoffe, das ist letzter geworden. Weiß nicht, es ist auf jeden Fall deutlich schlechter geworden, als es darf. Es ist ein geiles Lied. Nein! Doch, es ist ein richtig geiles Lied. Nein! Ich dachte immer, du hast Ahnung von Musik, aber nach der Aussage... Ja, habe ich ja auch. Nach der Aussage bin ich anderer Meinung. Ich mag es, wenn irgendwelche Briten in Kartoffelsäcken rappen. Ja, das hat aber nichts mit Musik zu tun, denn. Doch. Nein. Rap ist keine Musik. In the morning... Lass mal das Spiel schnell beenden gegen die. Weil das waren Idioten. Weißt du das? Ja, das sind die gleichen von gerade eben. Achso, hab mir nie aufgepasst. Also ich würde gern Banning Bass spielen. Und dann machst du irgendwie ein Two-Bass All-In. Mit Piano! Mit sieben Gateways und ein Warp Prison. Ich bin Supply-Block. Das ist ein schlechter Start. Ja. In the morning. Aber da kann man sich nicht drüber streiten, das ist ein Lied, das ist so schlecht. Das ist echt gut. Der Reaper wieder da. So, Reaper ist tot. Hat sich surrounden lassen. Der zweite Reaper ist bei dir. Das ist bedauerlich. Aber das kann er anknuspern, da. Bin ich okay. Das ist ein Rush auf Stargate. Oder Starport. Jo, war ja gut gemacht. Hat sich surrounden lassen. Ja, das sind halt echt scheiße, die Gegner, aber... Ja, für uns reicht's wahrscheinlich. Lass mal jetzt hier schnell, genau, jetzt schnell hochdrohen, Zarok, Worker in die Natural und dann, wie gesagt, Two-Base All-In, bevor die Banshee wieder da ist. Wir brauchen die Detection. Gehst du auf, du hast eine Robo, dann bau bitte einen Overseer. Ja, hab ich keine Robo. Ja, warum nicht? Das hab ich doch gesagt. Ja, ist okay. Du baust sie doch. Das ist doch, was ich sagte. Normalerweise ist das, wenn du anfängst zu bauen, sagst du doch schon, ich hab die schon lange gebaut. Das ist doch das normale Standardding bei dir. Das ist übrigens so eine Scientology-Tusse. Oder irgendwie noch was anderes. Die denkt, auf jeden Fall hat sie den Weltuntergang erwartet. So ziemlich genau zu der Zeit, wo sie das gesungen hat. Meinst du 2012? Also 1999. Ja, ein bisschen früh. Da wäre ich ja noch nie mal eingeschult. Doch, wäre ich schon. 99? Warst du schon eingeschult? Nein. Das würde mir sehr zu denken geben. Ja, ich habe die Zahlen vertrieben. Das heißt, deine Schulzeit war nicht so erfolgreich. Einfache Mathematik. So, jetzt pumpen wir Einheiten, ja? Warp Prism hast du auch gebaut? Ja, ne? Warp Prism hast du ja auch gebaut, ne? Ja, ist quasi schon fertig. Ja, hier mal jetzt hier mit deinem Observer dahin, bitte. Ja, wobei, das brauchen wir nicht, die finden dann... Also, hier, jetzt mal drauf da.
Ich hab kein Blink. Noch nicht. Aber den hast du. Nein, der Observer! Wo ist denn dieser Observer? Er schickt ihn da nicht hin. Schick doch deinen Observer! Ja, dann schieß doch einfach mal. Ist da noch irgendwo eine? Ja, der Drop rennt jetzt zu dir. Warum? Das ist eine Frechheit. Weil du den immer noch nicht getötet hast. Ne, Mob in deiner Main, bitte. Wir müssen sie jetzt mal töten. Warp doch, kannst bitte! Kannst du mal jetzt die Fresse halten? Warum warpst du denn da nicht Stalker hin? Jetzt hat er wieder seinen Observer nicht dahin geschickt. Ich wette mit dir. Kannst du bitte die Observer auch trennen? Ne, das ist uncool. So, jetzt greifen wir an. Jetzt bin ich so bleiben. Mein Gott, macht dir Stress für nichts und wieder nichts. Das ist typisch Nergorix. Aber deine Party heute, ne? So, jetzt komm mal nach vorne, bitte. Ich lauf doch. Ja, aber wann bist du auch losgelaufen? Ich muss von der Mail. Hier ist die Banshee übrigens, aber... Planet of Blue. Ja, hoch da. Lass mich hoch da, Sensibel. Ich hab noch Link. Wer Liebe lebt! Da ist es doch! Ich hätte eine Planetary an der Natural, natürlich. Ich bin ja, Main clear ich gleich. Main clear ich gleich. Zieh deine Worker da weg. Ja, muss ich nicht mehr. Hab ich so geregelt. Bist du Blink? Wenn ja, geh rein. Ich hab noch keinen Blink. Das ist erst warum so halb durch. Töte den Tank! Ja. Boah, das ist ganz schön schief. Ja, aber das ist so ein Tank. Es geht um Liebe. Wo? Ach, da unten. Ja, da unten. Ich bin ja hier oben. Aber ich lauf da rein. Ja, aber das sieht doch gut aus, glaube ich. Runter hier. Oh, er hat Blink! Ja, Blink ist fertig jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, was ist das für heute? Hier oben rechts ist das Verklick und dreht das ist übrigens das Erste!